Ja, besten Dank für die Möglichkeit, hier diese doch schwierige Frage behandeln zu dürfen. Ich werde sie nicht beantworten können, aber starten wir doch gleich mal mit dem Vortrag. Das Werk liegt in quelloffener Form vor. Das verstehen wir unter Open Source. Heißt nicht, dass es nicht kommerziell unterstützt werden kann oder wird. Open Source kann man gut finden oder schlecht finden. Das Werk wird binär geliefert. Die Quellen sind nur der Herstellerin bekannt. Also Sie kriegen ein Kompilat, ein Executable. Das verstehen wir unter Closed Source. Also Sie kriegen das Produkt mit dem Inhalt. Ich glaube, insofern können wir heute aus dieser Optik und jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, was ist sicherer, was ist unsicherer. Beides sind Produkte. Um was geht es bei Software und Software-Sicherheit? Es geht um Eingabe, Input, Process, Output, also Input und Output, die Dinge dazwischen. Um das geht es. Die Software-Sicherheit definiert sich da wesentlich an den Schnittstellen. Kann Input gut gesichert werden? Kann Output gut gefiltert werden? Input und Output kann entweder von Mensch zu Maschine oder von Maschine zu Maschine geschehen. An allen Enden haben wir auch schon Sicherheitsprobleme entdeckt, gesehen und gute Lösungen gesehen. Und die Dinge dazwischen, die Prozesse, die Geschäftslogik, der eigentliche Wert des Werkes, der Software. Die Software-Sicherheit definiert sich hier bei diesem Werk natürlich durch die Entwicklungsqualität, die Ressourcen, die Tests, die man dieser Software unterzieht. Schauen wir ein Beispiel an. Man sieht es vielleicht nicht so gut. Das ist ein Syscall-Graph von einem Apache-Webserver auf einer GNU-Linux-Plattform. Syscalls, also was für Systemaufrufe werden von diesem doch bekannten Webserver und verbreiteten Webserver getätigt, um eine Webseite servieren zu können, um die Webdienstleistungen anbieten zu können. Wir sehen auf ersten Blick, das ist eigentlich ein recht strukturiertes Bild, sieht aufgeräumt aus. Aufgeräumt für mich als Sicherheitsbeauftragter oder Berater ist ein guter Start. Da muss man nicht viel sich eindenken und sieht sehr, sehr schnell, wo man Sicherheit einbringen kann. Wir haben dasselbe angeschaut auf der Microsoft-Plattform, auf der Windows-Plattform, der IIS-Server. Das ist der vom anderen Lager der Webserver IIS. Hier sehen wir auch die Syscalls und wir sehen, es sieht etwas unaufgeräumter aus oder vielleicht anders, es ist etwas komplexer, sich hier einzudenken, um Sicherheit möglich zu machen. Ist das jetzt schon entschieden? Ist das das 1:0 für Open Source? Ist Open Source sicherer? Kann man das so einfach abkürzen und generalisieren? Ich denke wohl eher nicht. Ich denke, wir müssen das Thema noch etwas differenzierter betrachten, um die Frage etwas weiter erforschen zu können. Wir haben es vorhin gesagt, Software-Sicherheit hat sehr viel mit Qualität zu tun. Es geht also um die Verarbeitung von Daten, von Eingaben und Ausgaben. Es geht um den Programmfluss. Es geht darum, einen Geschäftsprozess abzubilden und es geht auch darum, einen Sicherheitslebenszyklus leben zu können. Verarbeitung ist Qualität, Programmfluss, Geschäftsprozesse ist Kontrolle und auch Qualität und der Lebenszyklus im Endeffekt ist eine stetige Verbesserung, eine Überwachung, sowohl operationell wie aber auch am Markt. Gibt es eine neue Bedrohung, gibt es einen neuen Exploit? Und natürlich darauf die Reaktion, zeitnahe Reaktion, dass man eben lernt und dass man dann auch Patches zeitnah verteilen kann, damit die Kunden keine weiteren größeren Sicherheitsprobleme haben. Das sind alles Leistungsversprechen, die viele von Ihnen sicher schon oft gehört haben.
das sind auch Leistungsversprechen, wo man fairerweise sagen muss, die können Open-Source-Anbieterinnen erfüllen, die können aber auch Closed-Source-Anbieterinnen erfüllen. Das sind einfach Leistungsversprechen. Diese Leistungsversprechen sind wichtig, um Sicherheit möglich zu machen. Komme ich zu einem anderen Kapitel oder einer anderen Betrachtungsweise, ich sage mal Reality Check, wie sieht es denn da draußen aus, wer setzt denn überhaupt was ein? Das ist eine Statistik von Netcraft, www.netcraft.org. Hier sehen wir, das ist eine Messung weltweit, was für Webserver denn überhaupt am Markt gefunden werden. Und hier haben wir weltweit 59% Marktanteil von Apache, das sind die mit dem aufgeräumten Cisco-Build, und 25% Microsoft auf einer Weltskala. Man sieht, das verändert sich auch über die Zeit hinweg. Ganz am Anfang, als das Internet noch ganz jung war, war das NCSA der Marktführer, mittlerweile seit langem schon Apache. Dann haben wir von Seiten Streamlab Studien gemacht. Wir haben Verwundbarkeitsmeldungen analysiert, also CVE-Statistiken, Common Vulnerabilities and Exposures oder Exploits. Das sind Datenbanken, die eigentlich Buch führen über neue Sicherheitslücken, alte Sicherheitslücken. Wer hat sie gesehen, wie kann man sie exploiten, wann wurden sie gepatcht. Da haben wir einfach das Beispiel mal weitergezogen. Wie sieht das mit Apache aus? Wie sieht das mit dem IIS aus von Microsoft? Das hat uns mal Sorgen gemacht. So aufgeräumt und so viel CVEs, irgendwie macht uns das Angst. Wir sehen, dass Apache hier mehr Sicherheitslücken scheinbar aufweist als IIS. Wir haben dann aber sehr, sehr schnell auch gemerkt, dass wir die Statistik falsch gelesen haben. Weil das ist auch vielleicht eine ganz wichtige Information von der Open-Source-Community, die reden einfach mehr darüber. Das heißt, wir haben auch Mehrfachnennungen, ein und derselbe Exploit wird mehrmals genannt für verschiedene Distributionen, für kleinere Sub-Releases etc. etc. Also als wir das rausgefunden haben, haben wir gedacht, okay, versuchen wir die Mehrfachnennung zu eliminieren und dann sah das Bild ziemlich anders aus. Wir sehen hier die echten CVEs, also Verwundbarkeiten von IIS und Apache. Und glücklicherweise ist Apache weiter verbreitet auf der Welt, somit haben wir einen sicheren Planeten, das macht mich glücklich. So, das ist mal die CVE Distinct Analyse. Dann haben wir in einem anderen Projekt gedacht, okay, niemand hat es getan, lasst es uns tun. Wir haben die Schweizer Angriffsfläche gemessen, das heißt, wir haben die gleichen Studien wie Netcraft und andere einfach auf die Schweiz angewendet, also was für Server und Services werden in der Schweiz angewendet, und haben hier gesehen, dass Apache noch beliebter ist in unserem Land als im globalen Durchschnitt. Das sind immerhin 77% Marktanteil gemessen in der Schweiz. Das ist auch hier zumindest jetzt für uns eine gute Neuigkeit. Gleich weiter. Die Sicherheit, die Software-Sicherheit besteht ja nicht nur aus Webservern, definiert sich natürlich auch durch die Plattform. Hier haben wir dieselbe Analyse gemacht von Microsoft und Linux. Auch hier wieder derselbe Effekt. Nicht bereinigte Statistiken zeigen ein vermeintlich sehr, sehr schlechtes Bild von der Open-Source-Plattform. Wenn man die Statistik bereinigt, dann sieht das schon fast ebenbürtig aus. Also rein hier jetzt auf dieser Analyse, also die Verwundbarkeiten der letzten 11 Jahre auf die Linux- und Microsoft-Plattform, muss man sagen, okay, CVE-technisch, das ist so plus, minus gleich, wobei Linux einen Zacken besser abschneidet. Ähm,
weil es so schön ist, hat mir das Ganze noch ein bisschen geöffnet und geschaut, wie sieht es denn mit anderen Herstellern und Entwicklungsmodellen aus, und haben einfach mal die Vendors angeschaut und auch hier wieder nicht bereinigt. Und das bereinigte Bild sieht wieder etwas anders aus. Auf jeden Fall marktführend ist Microsoft und Apple. Wenn ich jetzt sage marktführend, dann heißt das, sie haben am meisten Sicherheitslücken. Also sie können sich sicher sein, dass sie mal eine Lücke abkriegen. Und erst dann kommt Linux, Sun und weil es mittlerweile so groß ist, auch Red Hat. Herzlich willkommen in der Top 5. So sieht das aus über die letzten 11 Jahre. Die Verwundbarkeitsstatistiken. Was man hier sagen muss, es ist auch ein sehr schwieriger Blickwinkel überhaupt, von gemeldeten Verwundbarkeiten einen Rückschluss auf Software-Sicherheit zu machen. Weil Software muss nicht sicher sein, nur weil niemand einen Exploit gefunden hat, eine Sicherheitslücke gefunden hat. Was ich damit sagen will, das hat auch sehr viel mit der Attraktivität einer Plattform zu tun. Das sieht man sehr, sehr gut am Beispiel von Apple. Apple war sehr, sehr lang, dachte man, das sei einfach eine sichere Plattform. Meine Meinung ist, es gab einfach zu wenig Marktvolumen, zu wenig Marktanteile, als dass die Hacker ein Interesse daran gehabt hätten. Seit mindestens einem Jahr ist es ja mittlerweile auch hinlänglich bekannt, dass eigentlich alle Angriffe auf BSD und Apple-Plattformen oder bekannte Angriffsszenarien auch auf Apple-Plattformen funktionieren. So. Da hatte ich auch noch eine lustige, kurze Diskussion gestern mit einem Kollegen. Ist es besser oder günstiger, eine Open-Source-Verwundbarkeit zu haben, wo man die theoretische Möglichkeit hat, sie selber zu fixen, man es aber sowieso nie tut, weil man den Source-Code auch nicht lesen will, oder ist es besser, abhängig zu sein von einem Patch, von einem Closed-Source-Lieferanten, der einem mit Patches feedet? Was ist denn überhaupt eigentlich hier besser? Und da in diesem Gespräch kam noch etwas ganz Lustiges heraus, nämlich die Apple-Plattform, die vereint eigentlich, wenn man das aus dieser Optik anschaut, die Nachteile beider Lager. Weil einerseits sind wir abhängig von den Patchen, haben vermeintliches Open Source darauf, aber wenn ich dann mein OpenSSH updaten will, funktioniert es gar nicht, weil es so verzahnt ist mit den proprietären Elementen. Also das war auch noch ein lustiger Ansatz. Jetzt komme ich schon zu einem der letzten Slides. Nur weil es Verwundbarkeitsmeldungen gibt, heißt es ja noch gar nicht, dass es schlimm ist. Hier haben wir jetzt einmal geschaut, wer kriegt denn die schlimmsten, die kritischsten Verwundbarkeiten ab. Technisch gesprochen ist es ein CVSS-Score größer 9. Und hier sehen wir eigentlich eine sehr steile Kurve. Also die wirklich verwundbaren, die wirklich kritischen Verwundbarkeiten kriegen eigentlich Microsoft, Cisco und Apple hauptsächlich ab. Mit wirklich kritisch meine ich, man kann einfach übers Netz einen Exploit hinwerfen und kriegt dann einen administrativen Zugriff direkt. So. Oder bei Cisco, dass man halt eben auf dem iOS drauf ist und das Netz neu konfigurieren kann. Gut, nach diesem kleinen Reality-Check und Exkurs wieder zurück zu der Frage. Es ist wirklich schwierig, es tut mir wirklich leid, kann ich da nicht mit einer Antwort auftrumpfen. Die Frage können wir technisch nicht beantworten. Sicherheit ist unabhängig vom Entwicklungsmodell. Sicherheit ist ein Qualitätsmerkmal. Das kann sowohl von Closed-Source-Anbietern wie von Open-Source-Anbietern erzeugt werden. Also Sicherheit ist definitiv leider unabhängig und die Frage kann so nicht direkt beantwortet werden. Ich sage jetzt aber auch, nach dem Studium dieser Statistiken kann man zumindest sagen, dass Open-Source-Projekte und das ganze Environment, die ganzen Communities sicher einen sehr guten Rahmen für Sicherheit bieten. Und es ist sicher auch ein sehr
gutes Klima, um das Leistungsversprechen der Qualität, Kontrolle und stetigen Verbesserung anbieten zu können. Und hier möchte ich auch schon schließen und freue mich auf Fragen. Für deinen Einblick. Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, denn wenn nicht du die Antwort geben kannst, wer dann sonst? Aber wie gesagt, Boris. Danke für den Vortrag. Kurze Frage, ich meine, dass beim Programmieren Fehler passieren, das sollte den meisten Leuten ja inzwischen klar sein. Dass gleich viel passieren können, ob man das nachher veröffentlicht oder nicht, ist eigentlich zunächst auch noch logisch. Was mich jetzt hier interessieren würde, ist vielleicht die Frage, wie lange brauchst du denn, bis man solche Fehler bemerkt und wie lange brauchst du, bis die wieder behoben werden? Haben Sie dazu irgendwelche Angaben? Ja, leider noch nicht. Da sind wir dran, die ganze Patch-Verhaltensweise zu analysieren. Wir wollten es eigentlich schaffen bis heute, wir haben es leider nicht geschafft. Wir werden das auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch mal publizieren, weil das ist die spannendste Frage. Wir finden eine Verwundbarkeit, wie lange geht es, bis ich den Patch habe? Und was noch viel spannender ist, wie lange geht es, bis er dann auch angewendet wird und angenommen wird? Zum Letzteren werden wir wohl keine Antwort präsentieren können, aber die erste Frage werden wir in naher Zukunft beantworten können. Ich habe eine Frage zu den Statistiken. Die richtige Statistik wäre ja zu wissen, wo überall eingebrochen würde, in Abhängigkeit auf die Installationen des Systems. Gibt es so irgendetwas? Also, dass ich es richtig verstehe, wo gerade eingebrochen wird, jetzt heute? Ja, also jetzt funktioniert es ja so, dass man Lücken herausfindet, meistens finden das ja Programmierer selbst heraus und dann meldet man diese und dann reportet man diese und aufgrund von diesen klassifiziert man, wie sicher ein System ist, aber eigentlich sollte man ja wissen, bei welchem System wie viel eingebrochen werden konnte durch Hacker. Gibt es da irgendwelche Statistiken dazu? Nicht wirklich schlüssige Statistiken. Da gibt es auch mehrere Gründe dazu. Also wenn eine missionskritische Unternehmung irgendwie gehackt wird, ich sag's mal so, dann ist sie sicher nicht wirklich stolz darüber und wird das nicht als nächstes dem Journalisten melden oder den Statistiken melden. Es gibt Umfragen. Wir sind im Augenblick auch eine Schweizer Umfrage da zu machen, wo wir die Antwort versuchen indirekt zu geben, im Sinne, wie viele Schäden haben Sie zu beklagen, finanzieller Natur, und nicht, welches OS wurde durch welchen Hacker eigentlich gehackt. Was wir sehen, was wir auch messen mit unserem Projekt, sind Defacements, aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Einbrüchen. Ich denke auch, dass das große Problem mit Einbrüchen ist eigentlich die Dunkelziffer, weil ein wirklich erfolgreicher Einbruch, den bemerken Sie nicht. Und das kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, es gibt sogar Leute, die helfen faulen Systemadministratoren, Systeme aufrechtzuerhalten, weil sie das Aufdeckungsrisiko oder das Ausschlussrisiko fürchten, dass man dann ihre Rootkits bemerken würde. Also nein, da gibt es keine schlüssigen Antworten. Das wäre toll. Okay, punkto Offenheit des Quellcodes. Also was ich häufig höre, ist, dass wenn die Software offen ist, dann kann man sie einfacher hacken, dann findet man einfacher die Lücke. Deshalb ist es doch besser, wenn man es geschlossen hält. Was hältst du von diesem Paradigma Security by Obscurity? Danke für die Frage. Absolut Nonsens. Wirklich gute Sicherheitssysteme, die besten, die wir heute kennen, sind Open Source. AES, SSL, das ist alles Open Source, die Verfahren sind Open Source. Echte Sicherheit ist nicht abhängig vom Wissen, wie sie kreiert wird, wie sie erzeugt wird. Die erzeugt sich durch das Produkt. Also nur weil wir wissen, wie SSL funktioniert, können wir es nicht hacken, ganz im Gegenteil. Das ist ein guter Verschlüsselungsalgorithmus und den können wir einfach nicht knacken. Punkt. Okay, da jedenfalls eine ganz klare Aussage.
Gut, dann können wir beruhigt in die Pause gehen. Es hat mich gefreut. Vielen Dank, dass du und all die anderen spannenden Referenten sich die Zeit genommen haben.